Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Dienstag, den 24. November. Heute haben wir dabei N26, Snapchat, Deezer, Deutsche Bahn und Twitter. Beginnen tun wir mit N26. Die haben ja neben ihrem kostenlosen Konto auch schon zwei Bezahlvarianten, und zwar N26 Metal und N26 U. Und jetzt gibt es noch eine dritte Zahlvariante, und zwar N26 Smart. Die kostet 4,90 Euro im Monat, ist damit die günstigste Bezahlvariante und ist praktisch gefühlt eine aufgebohrte Version der kostenlosen Variante. Also man hat ein paar Spaces mehr, sind sogenannte Unterkonten, würde ich mal sagen, wo man halt drauf reinsparen kann. Dann gibt es jetzt auch das Feature, das aufgerundet wird, wenn man etwas ausgibt. Das kennen Revolut-Nutzer schon seit längerem. Man kann bis zu 5-mal im Monat Bargeld kostenlos abheben. Das geht bei der kostenfreien Variante, glaube ich, nur 3-mal. Und kann sich halt auch wieder diverse Farben, eine Farbe aus diversen Farben für die physische Karte raussuchen, wenn man das nun wirklich braucht. Ja, guckt es euch an, vielleicht ist es ja interessant für euch. Snapchat, die haben jetzt ein neues Feature rausgebracht, und zwar Spotlight. Da kann man jetzt seine Snaps für optimieren oder hinschicken, wie man es auch nennen will. Die werden gesammelt, kuratiert und dann öffentlich zur Schau gestellt, in Anführungsstrichen, und das auch wirklich. Denn es gibt auch Kohle dafür, denn es wird Geld ausgeschüttet und jeden Tag über 1 Million US-Dollar, also eine ganze Menge. Und das in 11 Ländern und auch in Deutschland. Um Geld zu bekommen, muss man dann aber auch 16 Jahre alt sein und gegebenenfalls auch die Zustimmung der Eltern haben. Ansonsten klingt das jetzt so gefühlt wie, jetzt macht Snapchat auch so Content in Richtung, in Anführungsstrichen, TikTok, dass man das halt von Nutzern erstellte Snaps einfach nochmal prominenter präsentiert und als Unterhaltungsplattform öffentlich dann macht. Schaut es euch an, wenn es euch interessiert. Podcasts interessieren euch wahrscheinlich, sonst würdet ihr das hier nicht hören. Wenn ihr im Zug fahrt und euch im WLAN vom ICE einloggt bei der Deutschen Bahn, dann gibt es da auch ein Podcast-Angebot. Und da gibt es jetzt auch neuerdings von Deezer die Podcasts, beziehungsweise ausgewählte Podcasts von denen. Die haben jetzt eine Jahreskooperation gemacht und treffen da auf Podimo und FYEO, die da auch schon Podcasts reinliefern. Und dann könnt ihr die während der Zugfahrt hören. Wenn ihr dann natürlich aus dem Zug aussteigt, dann nicht mehr, außer ihr habt ein Deezer-Abo. Dann könnt ihr die natürlich dort weiterhören. Und letztes Thema für heute, Twitter. Die warnen euch jetzt, wenn ihr einen Tweet liken möchtet oder auch retweeten möchtet, der als problematisch markiert wurde und wo halt falsche Informationen drinstehen. Diese waren ja bisher markiert. Und jetzt, falls ihr dann eine Aktion durchführt, bekommt ihr die entsprechende Information. Könnt dann auch mehr dazu mehr Informationen bekommen, was denn da wirklich das Problem ist mit dem Tweet. Könnt es aber dann auch, wenn ihr unbedingt wollt, trotzdem weiter halt mit einem Kommentar retweeten. Im Prinzip eine schöne Sache, kann man natürlich auch so und so sehen, ist auch vielleicht irgendwie der erste Schritt vielleicht Richtung Zensur. Wer ist hier der Richter, also wer entscheidet? Ich bin da erstmal guter Dinge und glaube, das ist eine gute Sache und das sind auch teilweise ja neutrale Institute. Aber trotzdem, man muss es sich mal angucken. Ja, und das war es dann auch schon für heute. Ich hoffe, ihr habt einen großartigen Dienstag. Ich hoffe, wir hören uns morgen wieder. Bis dann, bleibt positiv. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.